Fabian Minich, am Ende verliert ihr 0:1 gegen den KFC Uerdingen, eine Niederlage, die nicht unbedingt so hätte sein müssen, oder? Nee, ich denke, ja, wenn man die erste Halbzeit betrachtet, sind wir gut reingekommen ins Spiel, hatten auch ein paar gute Chancen. Dann ja, der Freistoß von Kobi gegen die Latte, Dada, ein super Abschluss. Noch zwei, drei andere Situationen, wo wir das Tor nicht machen. Haben, denke ich, wenig zugelassen in der ersten Halbzeit. Ja, die zweite Halbzeit auch eigentlich ganz gut reingekommen. Dann so ja, ab der 60. Minute gefühlt hat sich das Spiel ein bisschen gewendet. Ja, ich denke, weil wir vorne ja, teilweise zu einfache Ballverluste hatten, beziehungsweise unsere Abschlüsse nicht konsequent abgeschlossen haben. Dadurch konnten die ihre Stärken ausspielen. Das war das Konterspiel, das wussten wir. Mit vielen Bällen in die Schnittstelle und hinter die Kette. Ja, das ist natürlich kräftezehrend, das immer abzufangen. Und ich glaube auch, das Tor fällt aus so einer Situation. Marco Antwerpen, eine 0:1 Niederlage, die so nicht unbedingt hätte sein müssen. Wie sieht dein Fazit nach dem Spiel aus? Weiß ich nicht, ob die nicht hätte sein müssen. Ich glaube, die letzte halbe Stunde war gar nicht mehr in der Partie drin, kaum Gegenwehr gezeigt. Ja, man, wie die Entstehung des Tors ist, dass du dann noch einen Querpass vom 16er bekommst, den er sich dann noch hinlegen kann, ist dann eigentlich bezeichnend so für die letzte halbe Stunde, die wir gespielt haben. Einfach sehr unorganisiert. Dann das Tor dann noch bekommen und danach eigentlich in gar keiner Situation mehr gewesen, dass wir überhaupt noch einen Ausgleichstreffer erzielen können. Max Schulze News, heute zwischen die Pfosten zurückgekehrt, sicherlich schön für dich, am Ende aber nicht das Wunschergebnis. Wie hast du die Partie erlebt? Ja, richtig, genau. Also ich glaube, es war eine Partie auf Augenhöhe. Ich glaube, beide Mannschaften hatten ihre Chancen. Und letztendlich war dann schon, ich sage es mal im Laufe der Partie, also ich sage es mal spätestens in der Halbzeit, war irgendwie klar, wer hier wahrscheinlich das erste Tor macht, der gewinnt die Partie. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, zweite Halbzeit haben wir es nicht mehr ganz geschafft, unser Spiel so durchzudrücken, hatten aber, glaube ich, trotzdem die eine oder andere Chance noch, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen, ja, und kriegen dann so ein blödes, abgefälschtes Tor rein und verlieren hier 1-0. Martin Kubilanski, am Ende ist es eine knappe 0:1 Niederlage, der Frust sitzt gerade noch tief, oder? Ja, du kämpfst, du fightest, kriegst du so ein Gegentor, ja, wir waren meiner Meinung nach besser zum Schluss. Natürlich lässt man dann nach, aber erste Halbzeit, fand ich, haben wir es gut gemacht. Wir waren gut in der Partie. Am Ende ist es einfach schade, weil ich glaube, wir haben richtig viel rausgehauen und am Ende uns einfach nicht belohnt. Was war so der Knackpunkt? Woran ist es dann heute so knapp gescheitert? Ja, die haben ein Tor geschossen und wir nicht. Ist das mal wieder heute der Vorwurf dann? Mal wieder nicht. Also Chancenverwertung und ich meine, wir hatten ein paar Dinger, mein Freistoß, ein, zwei Sachen, wo wir vielleicht etwas ruhiger vor der Kiste sein müssen und wie gesagt, wir haben nichtsdestotrotz am Mittwoch schon das Pokalspiel und da wollen wir einfach wieder Tore machen, gewinnen und es ist einfach nur schade und die auch einfach nur schade und bitter, weil wäre mehr drin. Die Chancenverwertung war auch in den letzten Spielen schon ein Thema. Wie ärgerlich ist es dann, dass es heute irgendwie nochmal so kommt? Ja, was soll ich jetzt machen? Das kann man im Nachhinein nicht ändern am Spiel. Da müssen wir auch weiter dran arbeiten. Aber ja, da müssen wir trotzdem dann wenigstens hier dann zu Null spielen und kein Gegentor kassieren. Dann nimmst du wenigstens einen Punkt mit, aber auch das gelingt uns zurzeit einfach nicht. Doppelt bitter, dass es dann so ein Lucky Punch war und nicht mal eine schön herausgespielte Szene? Ja, ich denke, das passt doch zum Spiel heute. Dann schießt der Ball, ist eigentlich total ungefährlich. Kann Max wahrscheinlich mit der Mütze abfangen. So fällt er ihn ab und geht genau zwischen Max seinen Handschuhen und der Latte rein. Ja, ist einfach brutal ärgerlich und im Moment tut es einfach richtig, richtig weh. Du warst in der ersten Halbzeit schon ein paar Mal zur Stelle, als es wichtig war. Wie ärgerlich ist es dann, dass so ein Gegentor einfach nur ja, ein dummer, abgefälschter Schuss, ein Lucky Punch ist? Ja, das ärgert einen extrem, ne? Also weil das einfach ein, also ich glaube, den Schuss, den halte ich relativ einfach oder locker und der Spieler will ihn blocken und fälscht ihn einfach blöd ab, dass er reingeht. Ist einfach extrem bitter, durch so ein Tor dann zu verlieren. Das war jetzt die zweite Niederlage in Folge. Wie geht man mit so einem Rückschlag nach dem starken Saisonstart um? Also ich glaube, wir dürfen uns davon nicht unterkriegen lassen. Wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft haben. Wir müssen uns auf unsere Stärken fokussieren, wieder richtig Vollgas geben in den nächsten Wochen und dann auch wieder die Siege holen. Wie ist es soweit gekommen? In der ersten Halbzeit hatte man ja selber noch gute Chancen. Kubilanski an die Latte, Dadaschow mit einem guten Abschluss. Was ist dann im Verlauf passiert?
Ja, ist aber in Summe einfach zu wenig, dann halt immer zu sagen, jetzt sagen wir, wir schießen einen Freischuss gegen die Latte und das war es dann. Also da muss wesentlich mehr von unseren Offensiven kommen. Das ist teilweise zu hektisch, da spielen wir die falschen Bälle, die wir im Vorfeld schon angesprochen haben, die wir so nicht haben wollen, ziehen die Situation nicht durch und eigentlich offensiv sehr, sehr wenig gesehen heute. Schnell den Fokus aufs Pokalspiel richten. Ja, klar, bleibt ja nichts anderes übrig. Ich meine, wenn wir uns jetzt damit zu lange aufhalten, bringt auch nichts. Wir müssen daraus die richtigen Schlüsse ziehen und dann am Mittwoch dann bei 100% wieder eine Top-Leistung auf den Platz legen und dann einfach souveräne Runde weiterkommen.